Schön, dass du wieder dabei bist. Es ist unser sage und schreibe 8. Online-Gottesdienst und dieser wird ganz besonders. Er wird ja schon besonders, weil heute ja Muttertag ist. Und da haben wir ganz viel vorbereitet und du darfst dich überraschen lassen, dazu gleich mehr. Vielleicht beobachtest du aber auch, wie wir die Lockerungen, die gerade so überall vorangehen, und du kannst sicher sein, dass wir gerade überlegen, wie können wir hier einen ganz genialen Gottesdienst wieder gestalten, hier in deinen Räumlichkeiten. Und ich möchte dich bitten, dass du ganz aufmerksam die nächsten Newsletter liest, weil dort wird dir alles genau erklärt. Bald geht es wieder los. Überhaupt, wie geht es dir eigentlich gerade? Ich hoffe natürlich, dass es dir gut geht und dass du diese Zeit, 8 Wochen tatsächlich schon, gut überstanden hast, mit all den Höhen und Tiefen, die es natürlich so gibt. Und vielleicht hast du eine ganz tolle Geschichte zu erzählen. Dann darfst du dir gerne uns weiterleiten, meinegeschichte@leuchtfeuer-gemeinde.de. Vielleicht hast du aber auch ein Gebetsanliegen, etwas, was dich berührt, etwas, was dich bewegt. Und du sagst, oh Mensch, da bräuchte ich jetzt mal ein Gebet oder da müsste mal die Gemeinde für beten. Dann sag uns gerne Bescheid, gebet@leuchtfeuer-gemeinde.de. Da klinken wir uns richtig, richtig gerne ein. Jetzt haben wir aber Lockerung und das ist doch ganz großartig. Das heißt, vielleicht brauchst du einfach mal ein Gegenüber wieder zu einem Gespräch und möchtest gerne mit einem der Regionalleiter und Regionalpastoren sprechen. Das können wir dir gerne ermöglichen. Melde dich doch einfach in unserem Büro über die Telefonnummer oder unsere Webseite. Dann schauen wir mal, was wir für dich tun können. Sehr gerne darfst du auch deine Gemeinde weiterhin unterstützen mit Finanzen. Die Kontonummer wird gerade eingeblendet. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Treue und für dein Herz, das sich auch dadurch zeigt. Aber vielleicht hast du auch Kapazität und Zeit über. Dann darfst du dich auch gerne melden und mit uns gemeinsam an diesem Abenteuer Gemeinde bauen. Wir haben da ganz bestimmt ganz viele tolle Ideen, auch für dein Leben. Ich glaube, jetzt habe ich genug gesagt und freue mich, dass eine ganz besondere Personengruppe jetzt zu Wort kommt. Viel Spaß dabei. Hallo Mama, hab dich lieb. Danke, dass du immer da bist. Hallo liebe Mama, ich hab dich sehr lieb. Hallo liebe Mami, Happy Mother's Day. Und ich mag über dich, dass du so kochen kannst und dass du so gut mit uns spazieren kannst. Und ich liebe dich, Mami. Ich habe meine Mama lieb, weil sie sehr nett ist und weil sie mir hilft, wenn ich Hilfe brauche. Best Mom forever. Also ich finde es toll, dass ihr immer so schöne Sachen mit uns macht, Spiele spielt und dass sie immer für uns da ist. Dass sie schön ist und dass sie schön kocht. Wir haben dich lieb, Mama. Wir haben dich lieb, Mama. Ich liebe dich, Mama. Hallo, Mama. Du bist die allerbeste Mama, weil du so gut kochst. Du gibst mir immer Liebe. Hallo, Mama. Ich liebe dich. Und ich habe von dich eine Kette gemacht. Das ist eine Überraschung. Wenn du wiederkommst, siehst du es. Ich liebe dich, Mama. Du bist die beste Mama in der ganzen Welt. Mama, wir haben dich lieb. Mama, du bist die beste auf der ganzen Welt. Mama, wir haben dich lieb. Hallo. Ich hab einen Salzkeks. Tschüss. Wir haben Sachen basteln wie die Girlande. Und schwimmen. Ich hab dich lieb, dich zum Mond und zurück. Du bist das Beste, was mir hier passiert ist. Hallo Mama, wir lieben an dir deinen Charakter und deine Fröhlichkeit. Wir lieben auch an dir deine Haare und deine Augen. Ich hab meine Mama lieb, weil sie die tollste Mama der Welt ist. Wie dein Lieb und mich und dich und Mama und mich und Maya. Papa, ich hab dich lieb und mich und Nanaya und Mama.
War das nicht besonders? Da geht das Herz doch total auf, oder? Das ist doch das Schönste, wenn Kinder genau das zum Ausdruck bringen. Und jetzt haben wir noch etwas ganz Besonderes vorbereitet. Das heißt nicht wir, sondern der Sacher. Lasst euch einmal in einen ganz besonderen Moment hineinführen. Viel Spaß dabei. Unsere Väter, wir ehren euch. Unsere Mütter, oh, wir lieben euch. Geschaffen im Mutterschoß voller Dankbarkeit, geliebt, gewollt, bestimmt zu einem Zweck der Ewigkeit. Danke, danke, danke für diese Generation. Danke, 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 eine heilige Nation. Danke, 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 oh, für diese Generation. Danke, danke, danke. Väter, wir ehren euch. Unsere Mütter, oh, wir lieben euch. Schaffen im Mutterschoß voller Dankbarkeit. Geliebt, gewollt, bestimmt zu einem Zweck der Ewigkeit. Danke, 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 oh, für dich.